Tidak versus Imp. Wir sehen schon hier, wie Tidak sich an den Kopf fasst, weil Imp ihn gerade komplett zerstört hat. Wir sind ungefähr in der Hälfte und schauen jetzt weiter. Irgendeine Gruppe von Feministen hatte gesagt, so, ja, Wehrpflicht, da sollten auch Frauen mit eingezogen werden. Und Das klingt nach Gleichstellung, ja. Oder Gleichberechtigung. radikale Feministen haben dann aber wieder gesagt, nee, Wehrpflicht, die muss man abschaffen. Ja. Das habe ich zum Beispiel auch mal in einem Video erwähnt. Ja, also gerade diese zweite Welle Feministen, da sind, glaube ich, sehr viele dabei, die generell gegen die Wehrpflicht sind und das einfach die da gar keinen rein. Ja, also Wehrpflicht halte ich auch für ein schlechtes Konzept. Ich glaube auch, dass man dann prinzipiell eher das Militär als Arbeitgeber attraktiver machen müsste. Leute dazu zu zwingen, geht gegen. Also ich möchte das echt ungern. Stecken wollen. Also dich auch nicht. Da würdest du ja mit von Ja. profitieren, wenn Ja, du was jetzt heißt? Angst hast vor der Bundeswehr und da eingezogen zu werden und dann kann es sein, dass Feministen an deiner Seite sind und dann wirkt es ja komisch, denen irgendwie vom Kopf zu stoßen. Ja, ich finde, Wehrpflicht ist ein ganz, ganz schwieriges Thema für mich, weil ich habe das so gefühlt, als du das so angesprochen hattest, zu sagen, so, wenn du ins Militär eingezogen werden würdest, du hättest da keinen Bock drauf. Und ich hätte da auch null Bock drauf. Ja, aber manchmal muss man halt auch bestimmte Sachen für die Gesamtgesellschaft tun, auf die man persönlich keine Lust hat. Das gibt es natürlich schon solche Situationen. Ins Militär eingezogen werden, Horrorvorstellung, wirklich Horrorvorstellung für mich. Aber, ach genau, ah, das war nicht nur, dass diese radikalen Feministen gesagt haben, die Wehrpflicht weg, sondern auch das Militär abschaffen. Also die Dings. Und da muss ich dann sagen, das kannst du auch nicht machen. Aber du, ja, du, also es gibt ja auch viele Forderungen, die sagen, du machst Berufssoldaten, aber halt keine Pflicht, sondern wer da richtig Bock drauf hat, der kann sich da melden. Ja, kann man zum Beispiel machen. Muss man halt den Arbeitgeber attraktiver machen und dann braucht die Bundeswehr mehr Geld. Wollen viele nicht. Aber ich finde prinzipiell wäre das schon mal eine ganz gute Idee. Wenn nicht, dann nicht. Ja, aber ich weiß nicht, hat man dann nicht am Ende vielleicht zu wenige? Jetzt im Ernstfall? Ich weiß nicht, also welcher Ernstfall und wie wahrscheinlich das ist, dass Deutschland angegriffen wird. Ich glaube, die letzten Kriege, in denen Deutschland beteiligt war, hat Deutschland die anderen angegriffen. Und einen relativ schlechten Job gemacht. Aber müssen doch alle. Nicht, dass es nicht irgendwann mal passieren könnte, aber. Was? Nö, ist gar nicht wahr. Ja, gut. Jetzt wird man das auch wieder aus dem Kontext ziehen. Also, es gibt ja auch Länder wie Israel, wo Frauen ganz normal ins Militär gehen, wie Männer auch, aber. Also, das gibt. Ja, finde ich super. Israel ist halt auch generell ein cooles Land. Just Gibt's saying. ja auch. Wäre das was, was du gut fändst? Immerhin gleich, ja. Kann man schon so machen, wenn man sich als Feminist sieht. Ich finde, es muss nicht unbedingt gleich sein, aber wenn man die Forderung hat nach der Gleichstellung, dann muss das auch sein. Das ist halt eine logische Folge, sonst ist es eine Doppelmoral. Weiß gar nicht, ich kenne die Ausmaße da gar nicht. Inwiefern gehen die ins Militär? Also Ich werden glaube, die da ist. eingezogen oder gehen die freiwillig? Ich glaube nicht, dass es so freiwillig ist. Ich meine, es gibt. Israel tut das aus der Not heraus, nicht wegen Gleichberechtigung. Ja, ich weiß schon, dass das nicht eine total normale Situation ist, aber Israel ist trotzdem halt ein cooles Land. Da auch so eine Art Zivildienst, der ins Militär eingegliedert ist. Das ist System. Naja, Israel, für mich zu warm und zu gefährlich. Ja, ich verstehe das mit dem gefährlich. Aktuell wollte ich auch nicht nach Israel. Eine Freundin wollte mit mir mal nach Israel gehen, aber gerade ist es ein bisschen eine schlechte Situation, um dahin zu reisen. Aber irgendwann will ich bestimmt mal dahin. Mit Wärme habe ich kein großes Problem. Ist da ein bisschen anders, aber ich Okay. bin mir ziemlich sicher, dass du dann nicht so gut drumrum kommst, dass du da irgendwie, also in irgendeiner Art musst du da wohl rein. Ja, also ich bin generell kein Fan davon, dass Leute eingezogen werden, dass sie verpflichtet werden, wenn man sich selbst verpflichtet, alles gut so, aber ich bin kein Fan davon, dass Leute verpflichtet werden. Aber ich bin halt auch nicht in einer Kriegssituation, ne? Ja, du musst manchmal halt leider auch kleinere Opfer bringen, um die gesamte Gesellschaft halt, ja, für die gesamte Gesellschaft halt. Das ist halt immer eine sehr schwere Abwägung dazwischen.
vielleicht, wenn ich in Israel leben würde, wo ich immer die Hamas im Nacken hätte, vielleicht würde ich es dann auch wieder anders sehen. Vielleicht würde ich dann auch sagen, dass es schon okay, dass da Leute eingezogen werden. Ne? Ich weiß es nicht. Ist jetzt hier in meinem Büro sitzend leicht zu sagen, so, nee, finde ich nicht gut oder finde ich gut. Ja gut, also wir sind ja generell hier in einer halbwegs privilegierten Situation, also ich glaube, wir sind schon in größerer Gefahr. Ja, also in der Notlage selber dann denken Menschen da auch nochmal anders drüber nach und haben da eine andere Motivation hinter. Ich kenne ja einige aus Israel und also nicht viele davon kämpfen halt. Aber trotzdem, also da steht schon dann einiges dahinter, wenn man dann wirklich in der Lage ist. Gefahr, in einen Krieg reinzugeraten als vielleicht manche anderen Länder, aber toi, 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 noch ist es noch nicht so weit. Ja, aber gut. Ich habe mich halt nur wieder gefragt, weil du hast das ja wieder in Zerstörung des Feminismus, hattest du irgendwie drin, dass du sagst, hier, das gibt es irgendwie auch noch. Ne? Und ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, ein Problem. Das liegt jetzt nicht am Feminismus. Das ist... Nee. Hat andere Gründe. Wie gesagt, das ist ja so eine falsche Interpretation meiner Kritik. Wie gesagt, es geht nicht darum zu sagen, der Feminismus ist an dem oder an dem schuld. Es geht darum, was man am Feminismus auch mit reinpacken sollte, um es eben konsequent zu halten. Man sollte halt nicht sagen, wenn einer Gender Empathy Gap sagt, haha, also sagst du, Männer haben es so schwer, dieser dämliche, ihr kennt schon Stay, der sich ja auch als Feminist sieht. So. Ist der denn überhaupt an irgendwas schuld? Mir fällt wirklich jetzt gerade nichts ein. Ah, okay, ich glaube, T-Tech bemüht sich hier nicht kontrovers zu sein in dem Gespräch. Vielleicht werde ich irgendwie, aber... Dann wirst du den ja doch nicht zerstören, oder? Nein, ich bin selber Feminist. Wie gesagt, ich finde, sich für Männerrechte einzusetzen... Gesetzliche Gleichstellung sollte schon da sein. Aber gesellschaftliche Gleichstellung bin ich nicht uneingeschränkt für. Setzen oder ne, für die Gleichberechtigung auch was benannt. Zum Beispiel selbst dieser Gender Empathy Gap. Ich würde sagen, den habe ich selber. Ich bin Frauen gegenüber wesentlich empathischer als Männern. Wesentlich. Ich würde aber nicht mal sagen, dass das unbedingt was Schlimmes ist. Wenn ich aber für die gesellschaftliche Gleichstellung wäre, dann würde das logisch daraus folgen. Es ist halt irgendwie eine Doppelmoral, wenn man das einerseits fordert, aber dann nur in Richtung Frauen umsetzt und in die andere Richtung irgendwie auslacht mit haha, was für ein dämlicher Hurensohn. Das ist dann irgendwie nicht ganz konsistent. Was die Benachteiligung von Männern angeht, ist definitiv Feminismus. Und dementsprechend bin ich eigentlich selber Feminist. Du kannst ja auch Egalitarist sein, dich einfach für Menschenrechte einsetzen, da fallen dann eh alle mit runter. Aber genau, aber das ist ja auch wieder die Sache, was halt zum Beispiel ja Stay angesprochen hatte mit diesem ich bin nicht gegen Gleichberechtigung, ich bin gegen Feminismus. Also wenn man Feminismus als Gleichberechtigung sieht, dann gibt es keinen Unterschied zwischen Feminismus und Egalitarin. Das Wort, was du eben gesagt hast. Ja. Was hat er gesagt? Egalitarismus? Weil dann bedeutet es dasselbe. So, dann sind das Synonyme, ganz einfach. Ja, Egalitarismus bezieht sich ja noch auf mehr Sachen. Das sind ja, ne, das ist ja Gleichheit, okay, einfach. Ja, das ist ja nicht nur Geschlecht, das sind ja auch noch... Ne, Hautfarben, sexuelle Orientierung und so weiter. Aber da kümmert sich ja zum Beispiel der geschlechtsbezogene sag mal, jetzt hat T-Tech einen Sprachfehler bei dem Wort, dann mach ich den nach, oder was? Alter, ich konnte das immer aussprechen. Jetzt habe ich mir Gedanken drüber gemacht, jetzt kann ich es nicht mehr. Egalitarismus, ja, so schwer ist es gar nicht. Ist mir das Wort entfallen. Der intersektionale Feminismus will sich ja auch darum kümmern. Hat es ja, sich ja auch wieder auf die Fahne geschrieben. Ein bisschen anders ist das noch, ja, aber also der Ansatz ist, finde ich, ein bisschen unterschiedlich. Aber ja, das stimmt, der Ansatz ist unterschiedlich. Aber mit demselben Ziel im Endeffekt. Ne? Eben auch solche Benachteiligungen von Hautfarben und sowas aus dem Weg zu räumen.
Ja, das sind halt alles so Sammelbegriffe, wo man das irgendwie alles versucht. Genau, und deswegen, also, einen Hut zu kriegen. Mir ist es egal, ob man mich jetzt Equalist oder das Equalist ist ein ganz guter Begriff, weil Feminist ist einseitig. Also, wenn man das Feminismus nennt, dann passt doch schon allein was mit der Wortbedeutung nicht. Weil du hast ja schon ein einseitiges Wort. Warum nimmst du ein einseitiges Wort, wenn das für beide eine Verbesserung hat? Dann solltest du es eher Equalismus nennen zum Beispiel. Dann hast du ein Wort, was auch ausgewogen ist quasi und nicht rein einseitig. Allein schon von der Wortbedeutung her. Das ergibt schon keinen Sinn. Wort, was du eben gesagt hast. Kennst du von der französischen Revolution vielleicht? Egalité, Fraternité, Liberté, eine andere Reihenfolge, glaube ich. Egal. oder ob ich Feminist nennt. Das ist ein guter Punkt. Ja, guck mal, das sagt Marie vom Mond und die ist eine Frau. Also ich möchte nur hervorheben, dass das nicht nur frauenfeindliche Machos sagen. Wie zum Beispiel. Im Endeffekt ist mir einfach nur wichtig, dass jeder Mensch halt gleich behandelt wird. Ja. Und mir geht es auch nicht um Gleichheit im Sinne von, wir müssen jetzt hier alle Posten, alle Machtpositionen, irgendwie 50-50 Männer und Frauen und Schwarz und Weiß oder so. Darum geht es mir auch gar nicht. Das ist nicht, was für mich Gleichbehandlung bedeutet. Für mich heißt Gleichbehandlung, dass jeder die gleiche Chance hat. Also nicht ganz die gleiche Chance, weil zum Beispiel Frauen haben nicht die Chance, Möbelpacker zu werden, aber in einem Rahmen, in einem realistischen Rahmen die gleichen Rechte und somit relativ gleiche Chancen, ja. Chance hat diesen Posten. Die gleiche Chancen nach den faktischen Gegebenheiten. Also einer, der im Rollstuhl sitzt, kann natürlich nichts Körperliches machen. Eine Frau kann schlecht Möbelpacker werden. Aber ein dünner Typ, der 1,40 groß ist, halt auch nicht. Wahrscheinlich. Also natürlich nach den körperlichen Gegebenheiten oder nach den generellen Gegebenheiten, ne, möglichst die gleichen Chancen zu bekommen. Aber es am Ende immer noch um die Qualifikation geht und nicht um Hautfarben. Mhm. Also ich bin kein Fan von Quoten. Okay, ja, also es gibt ja den Unterschied Equality of Outcome und Opportunity. Genau. Ja, und du bist dann da Opportunity-Seite. Ja. Genau. Gut. Ja, also es gibt ja auch solche, in Amerika gibt es zum Beispiel Hugo, kein Möbelpacker, noted. Okay, guck mal. Also, ich soll 1,40 sein? Ich soll 1,40 sein. Seht ihr das? Den Vergleich zum Regal hier hinten. Das hier ist mein Stuhl. Der reicht mir so bis zum Bauchnabel. 1,40 soll das sein. Übelst muskulös bin ich auch noch. Guckt euch diese unfassbar muskulösen Arme hier an. Warte im Seitenprofil. Hier, unfassbar ist das. Also wirklich, ich kann morgen Möbelpacker werden. Oder gab es, glaube ich, jetzt gerade weg. Da gab es dieses Affirmative Action. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Boah, das habe ich doch jetzt mal irgendwo gelesen oder gehört. Also die halber Kuchen. Ja, da sehe ich mich. Ich glaube, es dürfte so tatsächlich die Hälfte vom Kuchen sein. Aber ich bin, glaube ich, nicht nur halb so groß wie Kuchen. Aber von den Muskeln her könnte es an die Hälfte vom Kuchen drankommen. Wir haben an Unis die bewerbenden Studenten nach Ethnie sortiert. Und oh, das ist auch so dermaßen ähnlich. Ein positiver Rassismus, ja. Ja, kommt drauf an, auf welcher Seite du bist. Also für Asiaten ist es zum Beispiel nicht so positiv. Dann ändern die halt den Numerus Clausus. Du musst dann einen anderen Notenschnitt haben, um da rein zu dürfen. Ja. Und dann kann es sein, dass du da ankommst und die sagen, naja gut, wenn du schwarz wärst oder weiß, hätten wir dich genommen, aber... Umgekehrter Rassismus. Vietnamesen. Oder... Neuer Rassismus. Ja, du musst eine bessere Note mitbringen. Ja, genau, stimmt. Ja, das kann dann sehr unfair sein, ja. Ist, glaube ich, aber jetzt vom Supreme Court gekippt worden, weil es nicht haltbar ist, das zu machen. Ja. Ist ja aktuell auch ein bisschen schwierig, ne, wenn du Leute hast, die irgendwie älter. Tanker zu, ich muss sterben. Nachtschmied, nein. Kannst du mir dein gesamtes Feminismuswissen noch so schnell erzählen, bis du
bis du dann eben verhungerst. Weil ich muss die ganzen antifeministischen Takes wissen, sonst kann dein Wissen niemand Dann weitergeben. aus von verschiedener Herkunft haben, dann wird es immer schwieriger, irgendwie die Leute Ja. einzusortieren. Deswegen sollte es einem Ja. vielleicht auch zeigen, dass einfach. Ja, was ist, wenn jemand halb Schwarzer und halb Asiate ist? Muss er dann wieder so einen Notenschnitt wie ein Weißer haben? Sagt man damit nicht auch irgendwie indirekt, dass ein Schwarzer irgendwie einen geringeren Notenschnitt haben kann? Also impliziert man nicht irgendwie noch gleichzeitig, dass die dümmer sind oder so? Also in Anführungszeichen, schlechtere Noten heißt nicht automatisch dümmer. Aber es gibt schon ein bisschen den Vibe. Das Einfach ist ja auch vielleicht nicht so generell gut, das bekloppt ist. Leute einzusortieren. Ja. Ja, das bin ich ja auch eher. Ich bin eher an der Seite, dass man so Dinge wie Hautfarbe und sowas ein bisschen mehr in den Hintergrund zieht. Und das ist natürlich da, aber dass du da nicht irgendwie Eigenschaften mit verknüpfst, mit der Genau, Farbe eben. oder mit Haben wir eigentlich den Sexualität oder gleichen irgendwas. Stuhl? Ich habe den gefunden. Ich weiß nicht. Ja, ich habe hier, du hast Leder, glaube ich. Ich habe hier so einen Stoff. Ja, stimmt. Ah ja, aber sonst sehr Aber ist ähnlich, sehr ne? ähnlich, ja. Boah, mein Stuhl ist absolute Rotze. Nein, Spaß. Er ist ganz okay, aber man schwitzt halt übelst am Rücken. Also es ist so ein Lederstuhl und der ist ganz aus Leder. Ist zwar nicht schlecht, ist der alte von meiner Mutter. Aber boah, man schwitzt wirklich am Rücken übelst und man rutscht runter. Also irgendwie ist quasi die Sitzfläche nicht genug nach hinten irgendwie so geschrägt, dass man da drauf sitzen bleibt. Also ich weiß nicht, ob das so soll, aber ist auf jeden Fall, ist gewöhnungsbedürftig, aber Bürostühle sind übelst teuer. Katze gesehen. Also da lohnt sich kein Ja, Upgrade. nee, also da bin ich auch kein Fan von dieses Unterteilen in das und das und Ja, du kannst ja auch ja. nicht 100% fertig werden. Also zum Beispiel soziale Klasse ist ja immer mal wieder ein Thema, was Definitiv, dann ja. vergessen wird und Ja, dass leider man sehr auch nicht, oft. man kann auch nicht alles perfekt bemessen. Ja. Aber ist Wobei vielleicht. ich natürlich sagen muss, manchmal muss man unterteilen, ne? Eben, zum Beispiel im Sport. Fände ich jetzt auch nicht so geil, wenn man dann irgendwann sagt, so, ja, wir hören auf zu unterteilen und jetzt müssen Frauen gegen Männer antreten. Ne? Ja, oder Gewichtsklassen im Boxen. Teils ist das schon sinnvoll. Oder eben, wie wir eben hatten mit den Männer- und Frauenhäusern. Ja, kann ich ja verstehen, dass wenn du als Frau von einem Mann zusammengeschlagen wirst, dass du nicht in ein Frauenhaus gehen willst und dem nächsten Mann begegnen willst unbedingt. Ja, aber das sind ja Sondersituationen. Also wenn du ins Ja, Frauenhaus definitiv. gehst, die Leute gehen da ja nicht aus Spaß rein. Die sind ja alle Genau. in einer Notsituation. Deswegen, ja, sollte man da eh noch mal ein bisschen anders rangehen, als wenn du mit ne, normalen Leuten in ihrem normalen State of Mind unterwegs sind. Also das ist ja wirklich absolute Ausnahmesituation. Die Leute, die da Ja, ankommen, absolut. die sind ja schon stark geschädigt. Und vielleicht, ne, du kannst denen, glaube ich, nicht immer so erklären, dass du sagst, ja, aber rational gesehen, dieser eine Mann hier ist doch eigentlich ganz nett, weil die sind, glaube ich, dann in einem so einem Mental State, dass die gar keinem Mann über den Weg laufen wollen, egal wie nett der doch ist. Ja. Kann ich auch nachvollziehen, ja, deswegen. Definitiv, ja. Wenn du so, es wird gerade aus dem Chat gefragt, wenn du so Content siehst von Pütz und sowas, Habe ich oder noch nie gesehen. also Maximilian Pütz hast du ja gesagt, magst du nicht? Boah, Maximilian Pütz ist auch ein maximal unangenehmer Typ, wirklich. Aber Ja, ich habe. wenn du so andere Dating-Coaches oder so Red Pill-Männer oder so siehst, was hältst du von denen? Ich bin in dieser Red Pill-Geschichte da gar nicht so drin. Also, wenn du jetzt Red Pill sagst, ich könnte jetzt keinen nennen, wer da jetzt zugehört. Also, Maximilian Pütz wahrscheinlich. Also, diese Dating-Coaches an sich finde ich ultra unangenehm. Kann ich mir wirklich nicht geben. Oder Nicht so einen Karl davon. S. oder sowas. Nein, 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 nein. Kann ich mir Hast du keinen geben. 13 Fragen gesehen über, was war das Thema? Toxische Männlichkeit? Nee, was, wie hieß das Thema nochmal? Also, ich kann sagen, dass 90% der Dating-Coaches absoluten Müll labern. Und wirklich 90%. Aber wisst ihr, ich bin eigentlich der optimale Dating-Coach, weil kennt ihr diese Videos, wo irgendjemand so in der Stadt rumgeht und random Frauen dann danach fragt, ob der Fotos von denen machen kann? So als Model. So. Ich hab mal drüber nachgedacht. Und eigentlich
Eigentlich ist das so eine gute Gelegenheit, um Frauen ansprechen zu können, wenn ihr eine Kamera habt. Ihr geht hin und fragt, ob ihr Fotos von denen machen sollt für die. Also ihr schickt die, mit dem Plan, dass ihr die denen nachher zuschickt, weil ihr halt eine Kamera habt. So, es ist ein bisschen weniger weird, weil ihr ja eine Begründung habt. Also es ist nicht ein ganz random Ansprechen. Klar, braucht auch ein bisschen Selbstbewusstsein. Klar, kann auch komisch kommen, aber es ist nicht ganz so weird. So, ihr müsst natürlich auch die richtige Situation anpassen. So, dann habt ihr beim Fotos machen die Opportunity, der Frau ein Kompliment zu machen, ohne dass es ganz aus dem Nichts kommt. Also ein bisschen weniger weird schon wieder. Okay? Aber da ist es noch nicht vorbei. Es geht weiter. Das Foto muss die ja auch noch irgendwie bekommen. Das heißt, ihr bekommt definitiv irgendeine Kontaktinfo von der, wo ihr dann die Fotos zuschicken könnt und die sich dafür bedanken wird. Also ihr habt auch direkt schon eine Konversation, die begonnen ist. Hat da schon mal jemand drüber nachgedacht? Boah, kürzlich diese 13-Fragen-Folge, da war auch einer mit dabei. Ich glaube, generell Thema Männlichkeit war es einfach nur. Spiros, hast du den gesehen? Nee. Das war auch... Habe ich nur von diesem Stay-Video, habe ich da irgendwas von... Okay. Ja, da gab es jedenfalls, da gab es eine Folge, auf einer Seite stand Spiros, der ist, glaube ich, auch ein Männercoach oder sowas. Mhm. Dann stand da irgendwie so eine Psychologin daneben und ein Buchautor und auf der anderen Seite waren ja Leute, die irgendwie eine neue Form von Männlichkeit wollen, irgendwie sowas. Okay. Aber also du gehst da bei allem gar nicht mit. Nee. Das ist ja das. Aber was heißt, ich gehe bei allem gar nicht mit? Also ich gehe halt bei den meisten nicht mit. Ich würde sagen, Spiros hat ein paar Punkte gemacht, aber halt so in der End-Conclusion ist es schon teils ziemlich weird. Gerade wenn er da auch immer wieder Clips von Leuten einblendet, die dann irgendwie den Holocaust leugnen oder so. Sollte man vielleicht schon nicht so unbedingt machen. Deswegen sage ich ja auch immer, also was heißt immer, ich glaube, ich habe das in Videos noch nie gesagt, aber ich bin linksliberal. Er ist Zentrist, nichts anderes. Hör auf zu heucheln, T-Tech. Du bist kein Zentrist. Du bist kein Linksliberaler, du bist Zentrist. Wirklich. Richte dich nicht nur nach dem Politik-Kompass. Alles, was im inneren Drittel ist, ist Zentrist. Ich bin nicht rechts oder so. Nicht, dass ich jetzt was gegen rechts per se habe. So rechtsradikal, rechtsextrem ist nochmal ein anderes Thema, aber. Oh, mein Stream ist kurz aus. Ein paar Frames droppen gerade. Alles okay? Internet. Hallo? Das ist ja großartig. Wenn jemand einfach nur rechts, also einfach konservativ rechts oder sowas ist, ist nicht, dass ich direkt sage, ah, problematisch und canceln und so. Ich lasse jedem seine Meinung so. Ja, ich muss ja damit nicht d'accord sein. Aber ja, ich fühle sehr viel von diesen... Guck, damit hat eben schon ein Problem, oder? ...rechten Gelaber nicht. Weil es natürlich immer schwierig ist. Ich finde jetzt auch, mich jetzt festzulegen quasi auf linksliberal und auch wieder schwierig. Aber da hast du jetzt ja noch nicht so Videos gemacht, ne? Irgendwie die. Dann soll er sich einfach Zentrist nennen. Hat er ja auch gemacht bei Real Talk. Aber T-Deck, du schreibst jetzt morgen in dein Profil, dass du Zentrist bist. Zerstörung der Red Pills oder der Männercoaches oder der Incels oder so. Du hast ja schon irgendwie gedacht, ne, der Feminismus, der muss jetzt noch ein Video kriegen und noch eins. Ja, aber es ist ja auch manchmal ganz wichtig. Also Imp hat auch mehr Videos gemacht gegen Wokies als gegen Rechte, oder? Das kann man jetzt relativ einfach umdrehen hier. Ja, was soll ich sagen? Ist halt, wie gesagt, Zerstörungsfeminismus sowieso Clickbait. Aber ja, es gibt mehr. Eigentlich ist es ja... By the way, ich habe gerade was zu essen bekommen. Also ist hier diese Tomatensoße mit diesem Fladenbrot, dieses israelische Gericht da. Ist nicht optimal für einen Stream, aber schmeckt ja gut. Ja, nicht mal eine Zerstörung des Feminismus, weil es ja eigentlich... Profi-Feminismus ist. Aber die Soße ist nicht nur Tomaten, da ist noch mehr Zeug drin. Keine Ahnung, ich kenne mich mit Kochen nicht aus. Nur halt anderer Feminismus als den ich kritisiere.
Okay, also keine Zerstörung, sondern eine Hilfestellung. Oder? Beides. Es ist beides. Es ist sowohl Feminismus. Es ist eine Kritik daran. Es ist eine Kritik am Feminismus. Und das ist ja auch wichtig, gerade damit es nicht nur diese Red Pill-Leute machen. Kritisch als auch feministisch. Weil, wie du ja auch schon sagtest, es gibt ja auch Feminismusgruppen untereinander, die sich ja gegenseitig. Und im Endeffekt ist das auch nichts anderes, was ich mache. Ja, du bist halt nicht involviert wahrscheinlich, ne? Sondern diese meisten Feministengruppen sind, glaube ich, dann auch selbst Frauen. Also geht es ja oft dann darum auch. Also weiß nicht, wie viele Leute dich so als Feminist wahrnehmen würden, wenn sie dich irgendwo sehen. Ja, das ist ich würde sagen, Tidek ist feministischer als ich. Ist natürlich das Framing, was natürlich auch sehr viel betrieben wird, ne? Ja, aber du kannst ja auch aktiv dagegen arbeiten, oder? Ja, ich wollte auch gerade sagen, ich bin ja auch nicht unschuldig an dem Framing. Da habe ich ja schon meinen Teil zu beigetragen, ne? Mhm. Also du könntest ja jetzt auch 17 Teile die Zerstörung des Patriarchats oder so machen. Glaubst du an das Patriarchat? Was? Daran glaube ich nämlich auch nicht. Die Zerstörung der Red Pillar könnte man machen. Das wäre aber tatsächlich lustig, oder? Würde ich sogar fühlen. Zumindest mal so ein, zwei Teile könnte Tidek da machen. Was ist denn das für dich? Das ist ja eben die Frage. So, man hört ja immer wieder so viele verschiedene Definitionen davon. Mhm. Ja, das ist halt mit Feminismus, ne? Ja, also wenn man jetzt Patriarchat als das definiert, wo ich jetzt sagen würde, was Stay damit sagen will, immer dieses, bezieht sich ja immer auf, die Welt ist von Männern für Männer gemacht und sowas. So, ja, natürlich haben wir. Darauf bezogen gab es früher das Patriarchat, dass man sagt, Männer hatten die Vorherrschaft, Männer haben die Regeln gemacht, Männer haben dies gemacht. Damals gab es ja auch tatsächlich gesetzliche, sehr viele gesetzliche Vorteile für Männer. Ja, und natürlich hat das auch heute noch irgendwo Auswirkungen. Aber es ist halt kein Argument mehr zu sagen, so, ja, aber weil früher das so war, sind jetzt heute auch noch alle so und Männer haben heute auch noch die Macht und sowas. Das, aber das finde ich halt schwierig. Also das Wort heißt ja eigentlich Herrschaft der Väter. Das ne? Patria ist ja der Pater. Und das war ja früher schon so, in der Familie hat der Vater die Hosen an und der hat das Sagen. Ne? Und die Frau hat weniger Rechte als der. Und das heißt ja nicht alle Männer. Also die Söhne haben ja an sich jetzt, oder die, ne, die Junggesellen, die sind ja jetzt auch nicht wahnsinnig mächtig gewesen, sondern halt ne, der Familienvater. Ja, aber es existiert ja heute auch nicht mehr in der Form und vor allem nicht überall. Oder der König war dann ja auch ein Mann meistens, da gab es vielleicht dann mal eine Prinzessin oder Königin, aber schon irgendwie der Mann hat da ja einen Vorteil und es wird ja dann auch, zum Teil wird das ja weiter vererbt auch. Also die damaligen Familienväter, die vielleicht eine Firma gehabt haben, die erben das ja weiter und jetzt erbst auch mal die Tochter und sowas, aber dann... Dann gibt es ja kein Patriarchat mehr, weil die Väter das genauso an die Tochter weitervererben können wie an die Söhne. Ja, es gibt ja, denke ich, einen Grund, warum es diesen Spruch gibt, jetzt bist du der Mann im Haus, wenn man das zu seinem Sohn sagt, ne? Ja, und also wenn du halt sowas immer weitervererbst, du hast jetzt natürlich auch unterschiedliche Rollenbilder, das stimmt schon. Okay. An dem Satz, jetzt bist du der Mann im Haus, sehe ich aber tatsächlich überhaupt nichts Problematisches. Es geht nicht dabei darum, dass du jetzt den Besitz über die Frau im Haus hast, sondern es geht darum, dass du die Verantwortung ab jetzt trägst. Dass du die Aufgabe hast, dich zu kümmern. So interpretiere ich diesen Spruch. Natürlich nicht alleine, aber zu einem gewissen Grad schon an erster Stelle. Und daran sehe ich jetzt nichts mal prinzipiell problematisch. Muss natürlich nicht so sein, aber kann man ja durchaus so sehen. Ist natürlich eher zum Nachteil von Männern, aber ich sehe da tatsächlich eher eine Verantwortung drin liegen. Ich sehe nicht das Problem an dem Spruch. Wenn du jetzt, also es gibt ja auch jetzt Forscher, die bei der Soziologie forschen und sagen, wenn du eine Quote irgendwo machst, die Tochter vom Chef ist privilegierter als der Sohn vom Bauarbeiter. Also dass diese Geldkomponente, die wird da oft dann irgendwie vergessen. Inzwischen, ja, aber also ich glaube, Frauen und Männer haben schon sehr unterschiedliche Probleme gerade, oder? Oder zumindest sehr definitiv unterschiedliche Rollen und Rollenerwartungen. Mhm.
Da bin ich auch kein Fan von. Ich bin auch sehr dafür, dass man diese typischen Geschlechterrollen abbaut. Also, bist du ein moderner Mann? Was meint man damit? Na, ich lackiere mir nicht die Fingernägel, so ist es nicht. Ja, aber du wärst schon, also, du hättest jetzt auch kein Problem zu weinen. Oder? Ja, also ich würde sagen, so nach meinem Empfinden ist T-Tag irgendwo dazwischen. Der hat so ein gesundes Maß. Der ist Zentrist dazwischen, zwischen konservativ, extrem, ja, altes Rollenbild und Fingernägel lackieren. Ey, das wäre interessant, wenn T-Tag sich die Haare färben würde. Oder sowas. Nein, und du musst nicht unbedingt stark sein. Nein. Also dieses, was man kennt wie... Habe ich kein Problem mit. Werd mal ein richtiger Mann und die Jungs heulen nicht und du musst irgendwie alleine einfach mit der blanken Hand einen Baum ausreißen können. Oh nein, jetzt hat die mit Armee eure Sith-Bubble. Was? Gebe Steady Schuld daran. Was? Wer hat es? Wer hat es geschafft, in die Sith-Bubble zu kommen? T-Tag ist doch kein Schlimmer. Der hat nur ein paar schlechte Aussagen getroffen. Der arme T-Tag. Achso, der arme T-Tag. Na gut, wir sind auch keine Schlimmen. Ach, das war gegen uns, nicht gegen T-Tag. Okay, immerhin mal ein anderes Opfer gefunden. Passt schon. Wenn andere was anderes machen können und so, da bist du überall auch nicht mit dabei, oder? Nee, überhaupt nicht. Und ich glaube auch, und da muss ich Stay auch so ein bisschen den Punkt geben, dass das natürlich auch ein Teil des Gender Empathy Gap ist. Das eben. Kann ich halt nicht ernst nehmen bei jemandem, der dann gleichzeitig bei jedes Mal, wenn T-Tag das anspricht, lacht und ihn auslacht. Von anderen Männern eben das so weitergegeben wird, zu sagen, so, ja, du musst ja auch ein richtiger Mann sein. Hatte ich auch schon, lustigerweise, einen Stay-Zuschauer in meinen Kommentaren, der das geschrieben hat, irgendwie so, heul doch nicht rum, sei doch mal ein richtiger Mann und sowas, der mir das auch reingeschrieben hat. Also natürlich. Hugo, bester Mann bei Twitter. Ja, da sehe ich mich. Ich tweete zwar nicht super viel, aber dafür nur die inhaltsleersten und absolut unnötigsten Sachen. Nein, Spaß. Freut mich, dass du das so siehst. Natürlich existiert diese Komponente auch, aber... Meinst du, dass jemand, der das ernst meint, oder dachte der kriegt dich einfach damit und wollte dich provozieren? Das ist die andere Frage. Ich glaube, dass da schon sehr, sehr viele Leute sind, die einfach nur zum Provozieren da sind. Aber ja, natürlich gibt es auch diese Komponente, aber ich finde, Stay versucht das immer rein darauf zu beziehen, dass das das Einzige, was daran schuld ist. Und das ist halt auch nicht der Fall. Was würdest du denn sagen, was ist denn der Fall? Was ist denn daran schuld? Twitch, nicht Twitter. Lol, wie habe ich das überlesen? Ich bin heute wirklich müde, oder? Oh, ich hoffe aber, dass ich damit ein paar YouTube-Kommentare immerhin gekriegt habe. Sehr, sehr viele Komponenten, die da reinspielen. Und ich glaube, Schuld ist hier der falsche Begriff zu wählen für so ein komplexes Thema, wo so viele Sachen mit einfließen. Eben unter anderem, dass das andere Männer sind, die sagen, ich hab mich verkleckert, du musst großartig hart sein. Aber es gibt, und das darf man eben auch nicht leugnen, was Stay macht, es gibt eben auch Frauen, und das habe ich auch schon sehr oft in Erfahrungsberichten und sowas gelesen, Frauen, die halt... Ey, ich darf jetzt einfach nicht mehr höher sitzen, weil sonst sieht man den Fleck hier. Großartig. Diesen harten Mann auch bevorzugen. Und ich habe schon... Gibt es alles. Und man sollte auch das Recht dazu haben, der harte Mann zu sein. Man sollte auch das Recht dazu haben, irgendwo dazwischen zu sein. Sehr, sehr oft. Frauen auf der Welt. Eben. Okay. Aber deswegen finde ich es halt so falsch von Status zu sagen, das sind aber andere Männer, die das sagen. Ja, auch. Und wahrscheinlich auch mehr als Frauen. Aber es gibt auch Frauen, die das sagen. Und es gibt auch Frauen, sehr viele, die, aber wie viele so ungefähr? Was würdest du schätzen? Gibt's, also auf welcher Seite gibt es mehr? Auf der Seite der Auf der Seite der Männer wahrscheinlich ein bisschen mehr. Der Männer. Also ich denke, ja, dass okay. Es mehr Männer gibt, die sagen, du musst ein richtiger Mann sein als irgendwelche Frauen. Aber es ist auch nicht so, dass die weichgespülten, Superfeministen-Typen alle Frauen abbekommen. Ist einfach nicht so. Das ist ein Irrglaube.
Man guckt dir die Feministin an, also viel Spaß mit denen. Ach nee, Spaß, das darf man nicht sagen. War nicht ernst gemeint. Das muss man auch sagen. Was ich auch schon in sehr vielen Erfahrungsberichten gelesen habe, ist natürlich auch immer die Frage, wie wahr das ist. Ne? Es sind einfach nur Erfahrungsberichte, es ist keine Studie oder irgendwas. Aber was ich auch schon sehr oft gelesen habe, ist, dass die Leute gesagt haben, ihre Frau hat gesagt, ja, du kannst ruhig vor mir weinen, zeig doch Gefühle und sowas. Und als sie es dann gemacht haben, hat die Frau auf einmal den Respekt vor dem Mann verloren. Das habe ich auch schon. Ja, existiert definitiv auch. Noch nicht selber lebt, aber ja. Schon oft gelesen. Von wem? Von Leuten, die du kennst, oder? Nein, nein, gelesen. Wie gesagt, Erfahrungsberichte. Hat irgendwer in ein Forum geschrieben, oder? Ja, genau, in Foren oder in Kommentaren unter solchen Videos, wo sowas thematisiert wird. Genau. Ja, kann ich mir vorstellen, dass es so Leute gibt. Ich weiß halt nicht, wie repräsentativ das ist. Ich denke mal, solche Fälle gibt es, ja. Aber wie gesagt, wir haben jetzt 4 Milliarden Leute pro Geschlecht auf der Welt. Ganz genau. Und deswegen sage ich, dass da so viele Sachen mit reinspielen. Ja, sehr viele Männer, die so ein toxische Männlichkeit eben da weitergeben. Wobei ich auch sagen muss, dass ich mit diesem Begriff sehr vorsichtig sein möchte, weil ich finde, dass heutzutage viel zu viel als toxische Männlichkeit direkt angesehen wird. Aber wenn jemand so Erfahrungsberichte schreibt, könnte das auch sein, dass sich das jemand ausdenkt oder übertreibt? Klar. Also du hast ja nur einen Text gelesen, du kennst die Leute. Kann passieren, aber warum sollen die alle absichtlich lügen? Hätten ja auch nichts davon. Gar nicht, das ist irgendwer, ganz genau. Der einen Deswegen Kommentar sagte ich ja eben, wie war das alles, ist keine Ahnung. Aber ich sollte das ein bisschen schneller machen, Mann. Ja, ist halt Erfahrungsberichte. Alles, was damit einhergeht, könnte gelogen sein, könnte auch komplett falsch rum sein, könnte auch einfach gewesen sein, dass das andersrum war, dass die Frau geweint hat und der Typ von mir gesagt hat, was holst du denn jetzt hier? Weiß doch keiner. Ja, aber, ja. Gut. Also kann dann ja, aber dann könnte es ja sogar sein, dass der von dir kritisierte Gender Empathy Gap durch die strenge Hand des Vaters oder so. Ihm tut sich schwer, ihm recht zu geben. Ein bisschen, ja, man merkt es ein bisschen, aber tatsächlich finde ich auch nicht, dass er die Punkte krass gut vorträgt. Geschaffen oder durchgezogen wurde und nicht durch den Feminismus, oder? Ja, wie gesagt, es gibt sehr viele Sachen, die damit rein. Also meine letzte Beziehung ist kaputt gegangen, weil ich Depri war. Lächel doch mal. Wer meine. Wäre doch mal. Wäre jetzt meine Erfahrung. Meine Empfehlung als Red Pill Dating Coach. Lächel doch mal. By the way, du musst unbedingt mal mit bei Retalk ist das sein, wenn T-Deck auch da ist. Wir müssen da unbedingt mal zu viert sprechen. Oder ihr lasst mich weg. Aber die Kombination aus T-Deck und Nachtschmied wäre, glaube ich, schon nice. Das ist auf eine Sache, die vielleicht sogar einen großen Teil oder sowas Anteil daran hat, festzumachen und zu sagen, ja, also dann liegt es ja doch am Patriarchat, es liegt ja doch an Männern, ist halt, wird der Sache halt nicht gerecht. Wie gesagt, da spielen dann eben auch Medien eine Rolle, zum Beispiel, was ich ja auch von dieser... Ja, vielleicht liegen die ja auch in der Hand des Patriarchen. Ja, also die Darstellung von Gewalt an Männern zum Beispiel in Filmen und Serien, die halt dazu beiträgt, eben dass, ja... Die Berichterstattung auch, ja. Gewalt an Männern nicht ernst genommen wird, sondern als humoristisch angesehen wird und sowas. Da spielen sehr, 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 sehr viele Faktoren mit eine Rolle. Und das ist wahrscheinlich auch ein kleiner Teil, was ich jetzt nur angesprochen habe. Was würdest du dir denn für eine Welt wünschen? Wie gesagt, Gleichbehandlung. Und davon trennt und... Gleichberechtigung. Was? Mehrere Sachen, nicht monokausal. Imp, come on. Du bist kein Stay, das kannst du verstehen. Komm, Imp ist doch intelligent. Du verstehst das Konzept von Sachen, die mehrere Ursachen haben. Zum Beispiel ein Gender Empathy Gap. Echt? Okay. Ja, also ich will auch gar nicht sagen, dass ich nicht von einem Gender Empathy Gap betroffen wäre. Ich bin auch Teil des Problems. Da bin ich ganz, ganz ehrlich. Wenn ich auf der Straße wäre, als Beispiel, und dann würde da eine Frau von einem Mann geschubst werden, würde ich wahrscheinlich eher dazwischen gehen, außer dass jetzt wirklich so eine 3,50 Meter Kante, ja. Na gut, aber dann liegt es ja nicht an Frau oder Mann. Aber ich würde tatsächlich eher so sagen, dass wie viel Zeit ich mir für jemanden nehme, wie viel, wie
ja, wie freundlich und verständnisvoll ich einer Person gegenüber bin, so in der Konversation, da habe ich schon einen krassen Bias in Richtung, dass ich eher unfreundlicher zu Männern bin als zu Frauen. Und das hat jetzt nichts irgendwie damit zu tun, dass ich mit denen flirten möchte oder sonst was, sondern einfach allgemein ist irgendwie so. Ich würde wahrscheinlich trotzdem eher dazwischen gehen, als wenn jetzt eine Frau einen Mann schubst. Auch wenn bei beidem ich nicht weiß, ob der Mann oder die Frau danach nicht auch noch zuboxt oder du sticht oder was auch immer, ja, weißt ja nie. Brüste machen den Unterschied. Ich sag's, wie es ist. Das kann auch, also vielleicht spielt das bei uns allen unterbewusst rein. Ich möchte es ja nie Aber ich würde ausschließen. trotzdem wahrscheinlich eher eingreifen, wenn ein Mann eine Frau schubst. Also ich bin Teil des Problems. Warum bist du denn nicht gemeiner zu T-Tech? Dieser dämliche. Ja, warte mal, ich darf nicht das Wort sagen, weil dann bin ich ja auch gemein wieder gegenüber. Nee, es ist ja nicht Mutter. Wenn Keine andere Ahnung. was anderes behaupten, Aber haben sie es einfach ist halt ein recht. erster Schritt zu sagen, sich das einzugestehen, ne? Ich glaube, ich würde das davon abhängig machen, wie die Situation aussieht, ob ich denke, ich kann denen helfen, aber weiß ich nicht. Oder können sich die Leute selber helfen, die da angegriffen wurden? Also, es ist ja nochmal ein Unterschied, ob. Ja, Hugo, kannst mit Frau. Warte, was? Ja. Ja, Hugo, du kannst mir Frauen noch reden wie mir. Kinder, aber ganz kurz. Nachtschmied, ist das Absicht? Mit. Okay, mit. Behalte dir die Fähigkeit bei. Ja, mache ich. Und du lern mal Ob einer schreiben. jemanden schubst oder ob jemand irgendwie auf dem Boden liegt und einer tritt auf den oder sowas. Klar. Aber deswegen habe ich ja auch das Beispiel mit dem Schubsen genannt, weil das eben etwas ist, was Was beidseitig nicht lebensbedrohlich ist. Schlimmeren führen kann. Aber es kann auch sein, dass das schon das Schlimmste ist, was da passiert. Und trotzdem würde ich eher bei der Frau, also wenn die Frau geschubst werden. Ja, aber das ist auch logisch, weil die Frau ja eher in einer Gefahrensituation ist. Ich finde, da würde ich tatsächlich sagen, ich mache es abhängig davon, wer körperlich überlegen ist. Das ist halt in 98% der Fälle der Mann. Andererseits, bei so zwischenmenschlichen Interaktionen bin ich tatsächlich eher deutlich, ja, Frauen zugeneigter. Da habe ich diesen Empathy Gap auf jeden Würde Fall. wahrscheinlich eher. Oder eher einen Sympathy Gap, falls wir den jetzt auch noch aufmachen sollen. Eingreifen. Ist jetzt auch nur ein Bauchgefühl, was ich jetzt hier äußere. Ob das in der Praxis, in der Realität dann wieder anders aussieht, weiß ich auch nicht. Aber was jetzt mein Bauchgefühl Aber ist sagt, ich würde beides noch nicht wahrscheinlich. vorgekommen, also aber du würdest, Ne. wenn, oder? Wahrscheinlich eher, sagen wir so. Ich kann's, ich, wie man in der Situation reagiert, weiß man nie. Ja. Ja, weiß ich nicht, ob das jetzt. Also ich würd sagen, für eine gerechte Gesellschaft sollte man vielleicht ein bisschen Vermögensgleichheit ein bisschen mehr anstreben. Ja, definitiv. Das macht, glaube ich, eine Menge Ungleichheit. Also wenn du jetzt guckst in der ärmeren Schicht, du siehst ja zum Beispiel bei Frauen, die müssen ja andere Dinge machen, wenn die kein Geld haben als Männer. Die Jobs, die dann machen, die sind ja doch. Die können zum Beispiel OnlyFans machen und haben ganz viel Geld, dann plötzlich, ach nee, warte, das darf man nicht Oft ein als Punkt bisschen anführen. unterschiedlich. Also so Themen wie Prostitution zum Beispiel, da sind wir jetzt nicht groß von gefährdet, dass wir da reinrutschen. Warte, 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 warte. Das ist ein Punkt für die Benachteiligung von Frauen? Warte. Ein Punkt für die Benachteiligung von Frauen ist laut Imp gerade, dass die Prostitution machen können. Hä, es ist doch nur eine weitere Option. Warte mal, warte mal. Wo ist denn die Benachteiligung von Frauen da? Frauen müssen das ja nicht machen. Es ist ja nicht so, dass das Jobcenter hingeht und sagt, ja, prostituier dich mal. Das ist ja nicht der Fall. Aber ich meine, du hast als Mann nicht die Option. Man kann es umdrehen und sagen, das ist der krasse Vorteil von Frauen. Würde ich jetzt auch nicht ganz einseitig so darstellen, aber das als Nachteil aufzuzählen, während Männer eine Option weniger haben und eine Frau mehr Optionen hat,
für die sie sich dann potenziell freiwillig entscheiden kann? Weiß ich ja nicht. Schon werden. Also wenn eine Frau in Armut ist, dann kann das halt schon mal passieren, ne? Dass sie dann da irgendwie reinrutscht und wer weiß, was da mit ihr angestellt wird. Hm. Ja, also will ich mir auch gar nicht vorstellen, wie das wäre. Ja, also das wäre ja dann eher eine Gefahr, die für Frauen besteht. Oder wenn absolut. Ich meine, die Option zu haben, ist doch keine Gefahr. Wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich die Option haben möchte, würde ich auch sagen, ja. Weil ich kann mich ja permanent dagegen entscheiden. Aber wenn du nur sagst, möchtest du diese Option haben oder nicht, dann gibt es doch keinen einzigen Vorteil auf dieser Welt, diese Option, dass du sie haben kannst, nicht zu wählen. Oder verstehe ich hier gerade was gänzlich falsch? Also wenn wir irgendwie draußen unterwegs sind, gut, wir haben auch die Gefahr, dass uns vielleicht einer angreift und ausraubt oder sowas, aber für eine Frau, ich kann verstehen, dass sie das noch bedrohlicher finden, wenn sie an irgendwelchen gruselig aussehenden Kerlen vorbeigehen oder so. Definitiv, ja. Gut. Ich gucke nebenbei auch immer so ein bisschen auf den Chat. Ich habe mal geguckt, ob da noch irgendwie Fragen sind oder so. Eine Frage, die ich noch hatte, wenn du jetzt so eine Hate-Welle abbekommst, ne? Du kriegst ja immer unterschiedlich groß und unterschiedlich oft. Was macht das mit dir? Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass als die erste große und die zweite Hate-Welle da kam, da musste ich an die Situation mit TJ damals zurückdenken, weil der in dem Video auch mal gesagt hatte, so, dass so ein Shit. Du gehst davon aus, dass Prostitution immer der Teufel ist. Das ist falsch, das wusste die Kirche schon. Selbst wenn, angenommen, Prostitution wäre immer schlecht für alle Personen, keiner könnte das machen und der wird es immer noch gut gehen. Warum ist es dann ein Nachteil, die Option zu haben? Niemand sagt, das müssen die machen. Es geht darum, die können. Du hast eine weitere Option. Du kannst dich immer dagegen entscheiden. Das kann das Schlimmste auf der Welt sein, aber solange du die Option hast, ist das doch kein Nachteil. Shitstorm halt nicht so spurlos an einem vorbeizieht, ne? Und ich, damals habe ich ja auch, als ich das gesehen habe, habe ich auch gesagt, kann ich mir vorstellen, ja. Aber wie das wirklich ist, wenn es dann passiert, ist wirklich nochmal ganz, 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 ganz andere Welt. Habe ich auch nicht mit gerechnet. Ich versuche jetzt natürlich... Weil die Option ein Zwang sein kann. Männer können eine Frau dazu zwingen. Ja, aber das ist ja dann Zwangsprostitution. Davon können wir ja nicht sprechen. Klar, du kannst sagen, Frauen haben die Chance, eher dazu gezwungen zu werden. Und da würde ich ja auch zustimmen. Aber nur an sich freiwillig die Option zu haben, ist ja nicht der Nachteil. Der Nachteil ist, dass Frauen dazu gezwungen werden können. Was war denn der erste große Shitstorm? Was war mit Rammstein oder was anderes? Alter, habe ich jetzt gerade wegen der Aussage 2 Follower verloren oder macht Twitch gerade die Bots weg? Ja, der große war Rammstein, ja. Kleiner Shitstorm kam ja, glaube ich, was war das, dieses Männer sind einsam Video. Ja, da habe ich tatsächlich von einer Feministin zu mal eine Studie gesehen, glaube ich, da. Also das war, oh fuck, ich habe den Namen gerade vergessen, vielleicht wird er mir in den Chat geschrieben, aber mit dieser Male Loneliness Epidemic, das ist ja auch wieder eigentlich nicht Zerstörung des Feminismus, sondern das ist von Feministen selber auch thematisiert. Ich weiß gar nicht, ob das zu dem, also ich mache ja nicht nur diesen Content, ne? Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Ja. Jedes Video, was ich mache, kommt in diese Reihe. Ich weiß gerade gar nicht, ob das Bell Hooks wird gerade im Chat erwähnt, könnte sein, dass die das gewesen ist. Ja, ich will jetzt aber gerade nicht gucken. Ich weiß nicht, ob der Name dir das sagt. Es kann sein, dass das aber tatsächlich auch in dieser Reihe ist. Aber auch wieder nicht als, das ist eben das, ja, es ist halt so widersprüchlich, ne, weil ich habe das in meinem letzten Video ja angesprochen, Zerstörung des Feminismus sind zwei Arten. Entweder ich kritisiere wirklich irgendeine Strömung des Feminismus, die... Ja, oder er zeigt halt etwas auf, wofür sich der Feminismus zu wenig einsetzt. Blödsinn labert, sei es jetzt dieser feministische Funpark da, ja, wo auf Männerpuppen eingeschlagen wird. Fand ich auch albern, ja. Kenne ich auch einige Feministen, die es auch albern finden. Das ist halt komische Aktion, ja. Oder es ist halt, dass ich einfach nur auf Männerprobleme aufmerksam mache. Und die Kritik am Feminismus kommt dadurch, am Feminismus in Anführungszeichen nochmal, kommt dadurch, dass eben nicht so viel Aufmerksamkeit auf diese Themen gelenkt wird von
den meisten feministischen Strömungen, wie es auf Frauenprobleme gelenkt wird. Obwohl es teilweise das Gleiche ist. Oder nicht das Gleiche, nicht im selben Ausmaß, aber zum Beispiel bei der Gewalt an Männer. Ne? Mhm. Dass da. Hätte ich auch kein Problem mit, dass du auf diese Probleme aufmerksam machst und sagst, ey Leute, hier ist ein unterrepräsentiertes Thema, können wir da mal bitte drüber reden? Aber das Problem ist, dass er es dann die Zerstörung des Feminismus nennt. Okay, wir haben es verstanden. Ist vielleicht ein provokanter Titel, aber man muss es halt verstehen, sobald es einem erklärt wird. Aber du störst dich an die Zerstörung des Feminismus, an dem Titel quasi. Ja, ich finde das halt ein bisschen irreführend und wirkt irgendwie albern. Ist irreführend, ja. Nochmal zum Shitstorm. Also. Ich habe es halt nicht verstanden, wieso Dating das argumentiert hat, dass Männer einsamer sind. Haben Dating-Apps wirklich so einen großen Einfluss in der Männerwelt? Ich würde sagen, es kommt darauf an, in welcher Generation, und ich würde nicht mal sagen, nur die Männerwelt. Ich würde durchaus sagen, abhängig vom Alter, durchaus auch die Frauenwelt. Hast du das Gefühl, du hast dich verändert dadurch? Aber es war ja auch nicht das Einzige, was angesprochen wurde in dem Video. Das war ja nur ein Teil, ein Aufhänger. Inwiefern verändert? Also bist du noch der gleiche T-Tag, der du... Ja, beides. Bist du noch der gleiche T-Tag, der du vorher warst? Privat würde ich sagen, habe ich mich nicht verändert, nein. Aber deine Online-Figur schon, oder? Ja, also natürlich... So ein Shitstorm kommt ja auch nicht von irgendwoher. Ist ja nicht, dass ich sage, alles komplett ungerechtfertigt und ich habe recht und ich mache genauso weiter wie vorher. Sondern natürlich versuche ich mir die valide Kritik, die durch den Shitstorm entstanden ist, ja auch zu Herzen zu nehmen und dementsprechend den Content anzupassen. Zum Beispiel jetzt durch das Gespräch, durch deine Reaktion zum Beispiel auch, merke ich ja auch, ja, ist vielleicht wirklich jetzt nicht das Beste, da Zerstörung des Feminismus reinzuschreiben. Den Titel von der Playlist werde ich ändern. So, genauso... wie ich die Quellen rausnehmen werde von diesem Mandatzeug und sowas und das mit allen anderen Quellen und sowas ersetzen werde. Brauchst du eigentlich auch nicht machen, nur weil da Rechte mit drin sind, macht das halt nicht den Punkt weg, dass sie tatsächlich auch einige Quellen gut zusammengetragen haben. Ich bin ja... Was T-Tag ersetzen muss, ist die Quelle, wo dieses Dokument, welches auf weitere Quellen verlinkt, nicht mehr online ist, also wo die Seite nur noch über die Wayback Machine da ist, wobei T-Tag sich dann die einzelnen Links daraus kopieren kann und die dann einzeln in die Videobeschreibung packen kann. Entgegen der öffentlichen Meinung bin ich ja kritikfähig. Das ist ja nicht das Problem, dass ich valide Kritik annehme. Ich habe nur ein Problem damit, dass oft einfach keine Kritik da ist. Also von einem Stay mich siebenmal als Hurensohn zu bezeichnen, ist ja keine Kritik. Oder ja, weiß ich nicht, was war denn noch hier von Traymond, dass er mich auch irgendwie achtmal in einem Video T-Cack nennt und dann auch irgendwie meine Mutter anspricht, also nicht mit... Achtmal? Ich glaube 18 Mal, oder? Sondern dass er irgendwie sowas, was hat er denn gesagt? Ich würde im Keller meiner Mutter sitzen oder sowas und... das Video habe ich nicht gesehen, glaube ich, weiß ich jetzt nicht, was er... Ja, also generell so Familie irgendwie da auch nur zu erwähnen, finde ich irgendwie so perfide, gefällt mir überhaupt nicht. Ja, und dann blendet man halt schon die eigentliche Kritik aus, wenn halt so unsachliche, seltsame Sachen dabei sind. Oder dass er irgendwie Emotes bei sich bei Twitch, also wenn du bei ihm subst, dann kannst du mein Gesicht als Emote nutzen und sowas. Das ist keine Kritik, tut mir leid. Mhm. Das ist einfach Mobbing. Oder wenn dann so ein Salami, ich weiß nicht, ob du mein letztes Video jetzt gesehen hattest. Weiß ich nicht, welches war das? Gegen Salami. Nee, das habe ich nicht gesehen. Ja, da macht er eine Reaction. Ich war mit Hugo, den kennst du ja, mit dem war ich auf der Dokumi gewesen. Wir haben uns da getroffen, wir waren nicht zusammen da, wir haben uns da dort getroffen und wir haben zusammen ein bisschen gevloggt. Ach, gib's zu, wir waren zusammen im Hotelzimmer, Kappa. Und ich hatte so ein paar dumme Sprüche gemacht und sowas, ne, nichts Problematisches. Da gab's eine Stelle, wo ich am Yu-Gi-Oh! Stand war, von Konami, und hatte mir das Sleeves von diesem dunklen Magiermädchen da geholt. Und da hat der Hugo irgendwie so aus Spaß gefragt, wie alt ist die? Und dann habe ich so aus Spaß so, wie alt ist die, was ist das legale Alter, so gesagt. Für Hugo noch alles, ne? Der ist ja noch jung genug, aber für dich? Du bist jetzt... Ich denke echt auch, ich habe quasi aktuell noch echt eine gute Position, um mich nicht strafbar zu machen. Oder zumindest nicht gesellschaftlich strafbar. Ich glaube, mit 17 hast du halt schon noch ziemlich viel Rechte. Ich glaube, man... ein Jahr älter und da springt direkt so die Grenze nach unten, also gesellschaftlich gesehen,
springt die Grenze nach unten halt direkt so. Hugo darf auch nicht unter 14, das ist klar. Was will ich mit einem Kind? Alter, ich bin kein Pedo. Ich weiß. Ich weiß, dass die gesetzliche Grenze tatsächlich relativ gleich ist. Es gibt nochmal eine Einschränkung, weil teils von einer prinzipiellen Machtposition ausgegangen werden darf, ausgegangen werden kann. Aber gesellschaftlich würde man mir dieses Jahr, ich glaube so 3 bis 4 Jahre nach unten, mehr erlauben als nächstes Jahr, wenn ich 18 bin. Aber so gut ist, ich interessiere mich eh nicht für Jüngere. Ende 20, oder? Was heißt Ende 20? Also Richtung 30, meinst du? Ja, okay. Ja. Und dann hast du da, du hast da einen Pädophilie-Witz gemacht, oder wie? Und der wurde dann ernst genommen? Ja, genau. Und der Salami hat das dann so voll problematisch und so, ist bodenlos und so. Und ich weiß nicht, also dann hat er auch die ganze Zeit, das habe ich in meinem Video nicht behandelt, weil das wirklich nur Kindergarten war, hatte immer, wenn ich irgendeinen Witz gemacht habe oder so, immer Comedy King, Comedy-Preis geht an T-Tank. Und was ist der Sinn hinter so einer Reaction? Du willst ja einfach nur Hass verbreiten. Du willst ja einfach nur gegen jemanden fronten. Da ist ja wirklich sonst, da ist ja keine Kritik dabei, zu sagen, den Humor fühle ich nicht. Ja, okay. Ich glaube, bei vielen Leuten ist das einfach, dass sie dich schon mal irgendwo gesehen haben und die kennen ein bisschen was von dir und haben einfach generell so eine Abneigung. Ich glaube, das ist dann nicht so neutral, wie du es gerne hättest, aber da spielen halt Sachen von früher mit rein. Ja, klar. Kann ich auch verstehen. Und ich sage ja auch in meinen Videos immer wieder, die Leute können mich hassen. Die müssen meinen Content nicht schauen. Völlig in Ordnung. Die können mich bis aufs Blut hassen. Aber es ist ja ein Unterschied, ob man jemanden hasst oder ob man jede Gelegenheit nutzt, diesem Hass auch Ausdruck zu verleihen. Ja, das und jedes Video zu kommentieren. Ja, irgendwann bist du dann einfach die Leukau und dann bist du halt unten durch. Ja, und vor allem er ist ja auch schon mit einer negativen Einstellung reingegangen. Er wusste schon, ich mache mich jetzt komplett über den Vlog lustig. Der hätte noch so witzig sein können, der Vlog. Er hätte trotzdem gesagt, wie schlecht er ist. Lacht einfach nur noch, wenn du auftrittst. Genau. Ja. Und das ist lächerlich. Also auch an jeden, der das hier sieht, der das macht, unter meinen Videos zu kommentieren, jedes meiner Videos zu kommentieren und auch keine Kritik dazulassen, sondern einfach nur, lächtig, du Hasohn. Was seid ihr für Menschen? Sorry, also, ihr müsst mich nicht mögen, ihr könnt mich hassen. Aber was denkt ihr denn zu bezwecken? Was ist denn das Ziel? Wollt ihr mich irgendwie depressiv machen und in den Selbstmord treiben? Was ist denn das Ziel, die ganze Zeit irgendwie sowas zu schreiben, mich einfach nur zu beleidigen in den Kommentaren? Ja, das ist im Internet halt so, ne? Ja, klar. Aber ich sag halt mal, was, die Leute sollten sich halt mal Gedanken drüber machen, ne? Ja, aber das wird, glaube ich, nicht passieren, auch wenn du da nett drum bittest, aber. Ach, klar, natürlich nicht. Aber vielleicht gibt es ja 1, 2 Personen, vielleicht machen sich mal ein paar Leute wirklich Gedanken, so, dass das krank ist. Dass es wirklich einfach krank ist, zu versuchen, irgendjemanden, nur weil man ihn nicht mag, fertig zu machen. Also wirklich nichts anderes. Es ist ja keine Kritik mehr. So, es ist einfach nur Hass. Ich hatte mich Was sind T-Tanks Ziel? Naja, seine Kritik zu äußern, I guess. Seine Meinung zu vertreten. Was ist mein Ziel? Das ist kein übergeordneter politischer Aktivismus dahinter. Sag was, wenn du sagst, was du sagst, und dann kommt so eine Welle an Leuten, die dich scheiße finden, was dann mit dir passiert? Ob du dann, ja, also welche Teile der Kritik du annimmst, ob du irgendwann einfach nur noch abblockst, weil du denkst, die ganze Welt hasst mich irgendwie oder diese große Gruppe, und ob du vielleicht sogar aus Prinzip von den Leuten, die dich angreifen, noch ein Stück weggehst und sagst, ich höre euch jetzt gar nicht mehr zu oder ich gehe, weiß nicht, zu irgendwem. Ich kenne das auch, dass wenn man mal einen Shitstorm hat, dann biedern sich immer so ein paar Leute an, die dann ihre Chance da drin sehen, dass so andere Leute, die in deinem Fall jetzt vielleicht irgendwelche Männercoaches oder so oder Red Pill-Leute, die dann sagen, ja, machen die mit mir auch, komm nochmal zu mir und sowas. Ja, das ist auch ein Thema, was ich in meinem nächsten Stay-Video auch ansprechen möchte. Was er denn glaubt, was passiert, wenn er mich versucht, die ganze Zeit in eine rechte Ecke zu stellen. Und er hat eine riesige Reichweite, das funktioniert. Weißt du, wie oft ich jetzt in meinen Kommentaren lese, ich wäre irgendwie rechtsextrem, ich wäre ein Nazi oder irgendwas. Mhm. Und wegen dem Joke mit dem deutschen Blut. Was glaubt er denn, wenn ich jetzt die Intention hätte, wirklich irgendwie Reichweite aufzubauen? Wenn ich jetzt wirklich sagen würde, ich will ja Reichweite haben. Ich will ja irgendwie mein Content an... Komplett mitschwimmen, entweder auf der linken oder der rechten Seite. Geh rein und mach den Alexander Raue oder geh rein und mach den Dekadent. Funktioniert beides ziemlich gut. Mehr Leute bringen und sowas. Wenn er mich jetzt aus diesem Mainstream, sage ich jetzt mal, aus der linken Szene und irgendwie alles rauscancelt, weil ich ja Nazi bin, weil ich ja rechtsextrem bin. Was denkt ihr denn, bei wem ich denn dann versuche, irgendwie Aufmerksamkeit zu gewinnen?
Natürlich ist das im Endeffekt meine Schuld, wenn ich dann zu Nazis gehe oder zu Rechtsextremen, will ja gar nichts anderes sagen. Aber sowas passiert ja bei Leuten, die sich ja dann immer mehr radikalisieren. Im Endeffekt sendet er mich ja in eine... Und mit dem Stromschirm, ganz wichtig, ja. Auf der linken oder der rechten Seite kannst du machen, in dem Meinungsblock, beziehungsweise politischen Bereich. Downward Spiral, die mich irgendwann vielleicht, also wenn ich es zulasse, muss man ganz fairerweise dazu sagen, wenn ich es zulasse, aber ich am Ende irgendwie bei irgendwelchen Rechtsextremen lande, weil mich ja sonst keiner mehr aufnimmt. Und das ist ja das, was der paradoxerweise ja auch angesprochen hatte in seinem Video, wo er das vorgelesen hatte, dass diese Mandat und sowas, dass die ja auch versuchen, irgendwie in die Medien reinzukommen und sowas und versuchen, diese Themen eben, die ja teilweise auch überhaupt nicht problematisch sind, ne? Weil der Gender Empathy Gap zum Beispiel ist an sich kein problematisches Thema. Es ist scheiße, dass da irgendwelche Rechtsextremen das Thema für sich nutzen, aber das Thema selbst ist dadurch ja nicht problematisch. Und, ja gut, die können ja auch nicht immer jedes Mal nur eskalieren. Die brauchen ja auch so ein paar gemäßigte Artikel, um ein bisschen Leute anzuziehen, natürlich. Die noch nicht so weit drin sind. Ja, weil der Beweis dafür, dass Mandat rechts ist, war halt, dass das irgendwie, dass da halt irgendwie einer 2008 einen Artikel bei der Jungen Freiheit, Interview bei der Jungen Freiheit gegeben hat. Das war der Beweis dafür, dass Mandat rechts ist. Das ist natürlich die Frage, was für eine Agenda wieder dahinter steckt. Aber natürlich ist dieser Gender Empathy Gap zum Beispiel als Thema selbst nicht problematisch. Aber wenn man diese Leute dann die ganze Zeit ausschließt aus dem Thema und sagt so, nee, aber mit euch redet, darf keiner reden. Und, aber ne? Was ist denn dieser Gap jetzt genau? Also das ist, du meinst, mit Frauen hat man mehr Empathie als mit Männern, aber so richtige Zahlen oder Untersuchungen gibt es dann irgendwie nicht so richtig. Doch, es gibt einige Studien, die darauf hindeuten, aber sowas ist ja extrem schwer einfach so zu belegen. Da kannst du ja nicht einfach einen Test machen und der sagt dir dann ja oder nein. Ja. Doch, es gibt Studien dazu. Aber Amerika vor 20 Jahren wieder. Weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht. Ich habe den Tab hier irgendwo auf. Ich habe für das Day-Video, ich habe, glaube ich, 60, 70 Tabs auf. Mhm. Aber ist das überhaupt wichtig, dass es ein Gap ist? Man kann ja auch einfach generell sagen, die Leute sollen ein bisschen empathischer mit allen sein, ein bisschen netter zueinander. Ja, klar. Das würde sich dann ja direkt schon auflösen. Also der Gap an sich ist ja nicht das Problem. Doch auch, also zumindest wenn du dir die Gleichstellung als Ziel gesetzt hast, dann ist natürlich auch die Lücke das Problem. Wenn man jetzt mit Frauen unsensibler umgeht, dann kannst du sagen, Gap geschlossen, alles prima. Ja, aber sagen wir jetzt mal, wir beziehen das jetzt mal auf einen anderen Gap, wir sagen jetzt Gender Pay Gap. Ja. Dann sagt man jetzt, okay, wir bezahlen jetzt Männern 50 Cent mehr und Frauen mit 50 Cent mehr. Ist es dann fair, wenn Männer an sich mehr verdienen? Ich weiß ja, Gender Pay Gap ist schon mehrmals widerlegt worden oder was auch immer. Aber sagen wir jetzt mal, der Gender Pay Gap existiert. Ja? Männer werden wirklich einfach mal ein Euro. Es gibt verschiedene Gender Pay Gaps, ne? Also da gibt es ja den Bereinigten, den Unbereinigten und so weiter. Ja. Es gibt noch ganz andere Pay Gaps, einfach zwischen Leuten, die Mindestlohn kriegen und Leuten, die in der Chefetage sitzen. Da ist noch ein Pay Gap von, was weiß ich, wie viel, 100 oder 1000 Prozent. Also, ja, also, aber deswegen, also sagen wir jetzt mal, wir tun jetzt einfach mal so, als ob es ein Gender Pay Gap gäbe und der wäre, jeder Mann kriegt 1 Euro mehr als Frauen durchschnittlich. Ja. Ist es dann fair zu sagen, okay, wir bezahlen jetzt 52 Cent mehr? Dann ist ja immer noch, kriegt der Mann ja immer noch mehr als die Frau. Ist ja dann immer noch keine Gleichbehandlung. Aber also ist. Also zumindest aus einer feministischen Betrachtungsweise ist das nicht okay. Also die Schere würde sich ein klein bisschen schließen dann, ne? Das stimmt. Die Prozentzahl wäre dann geringer. Ja. Das stimmt. Religion Aber Pay Gap, auch interessant, wird gerade aus dem Chat eingeworfen. Das ist Religion, das ist Religion. Ja, du kriegst, also wahrscheinlich gibt es da einen gewissen Unterschied. Also ich würde mal vermuten, in Deutschland kriegen Christen mehr Geld als Muslime. Oh ja, irgendwie das, ja. Vielleicht. Das wäre jetzt so eine Vermutung vielleicht. Ja. Aber ja gut. Ich weiß gar nicht, worauf wollten wir jetzt hinaus damit? Achso, dass man die Schere schließt, ne? Ja, also, genau. Ja. Das ist ja wieder so eine Gegenüberstellung, dass man sagt hier, dass man sagt, mit Frauen haben die Leute Mitleid und mit mir als Mann nicht oder mit anderen Männern. Genau. Ja, und dann sollte man einfach sagen, ich meine, du kannst ja sogar machen, was jetzt nicht einfach so sinnvoll wäre, aber dafür ist Impal zu links, aber du kannst auch sagen, du gibst den, du könntest ja potenziell auch sagen, du gibst den Frauen dann 1,50 Euro mehr und den Männern 1 Euro mehr, wenn du das Ziel der Gleichstellung hast. Ja, also eigentlich wäre es ja schön, wenn mit beiden Mitleid gehabt wird. Ne? Genau, und deswegen sage ich ja auch nicht, mein Ziel ist ja nicht, wenn ich so eine Gap anspreche, mein Ziel ist ja nicht zu sagen, ja lass mal die Frauen auf das Niveau von den Männern runterziehen, sondern mein Ziel ist es ja anzuheben und natürlich auch beides anzuheben, aber am Ende, wenn du eine Gleichbehandlung haben möchtest,
muss natürlich eins, das wo das Defizit ist, natürlich härter. Also weniger so anheben. Größer anheben, ne? Also mehr gegenarbeiten. Mhm. Eben zum Beispiel Frauen- und Männerhäuser. Es gibt mehr Frauenhäuser, ist ja auch an sich in Ordnung, ne? Weil. Aber da muss halt mehr Männerhäuser bauen. Da hatte ich ja in meinem Video auch schon mal erwähnt, dass Frauen ja öfter Opfer von schwerer Gewalt werden als Männer. Ne? Brauchen wir nicht drüber zu reden, wenn jetzt die Frau den Mann schubst, dann muss der nicht. Das war ja gerade zum Beispiel schon im Chat, ne? Kann man auch nochmal nachlesen. Ja, genau. Also eine Gap an sich ist ja gerechtfertigt, aber nicht so eine krasse Gap. Wenn man jetzt die prozentual sich das anschaut, und da kann man auch gerne die Feldstatistik vom BKA nehmen, die es der ja gezeigt hat, dass 30% der Opfer von häuslicher Gewalt sind Männer, aber Männerhäuser, also beziehungsweise Männerplätze, sind weniger als 30% mehr. Nee, weniger als 30%. Nee, warte mal. Sind weniger als 30%. Nur 0, Punkt. Was waren es, 0,7 oder 0,07%? Ich glaube 0,07 waren es sogar. Also über 6.000 Plätze für Frauen und 45 für Männer. Ja, hatte ich mir ja die Frage gestellt, ob die denn in Anspruch genommen werden, ob diese Leute, die da die Gewalt erfahren haben, vielleicht zum Beispiel auch der Mieter von der Wohnung sind und einfach sagen können, ja, ich rufe jetzt die Polizei und die Frau fliegt raus einfach. Und dann ja, gut, dann aber ist auch da weiß man dann deine eigene Wohnung, dann schmeißt du die halt vor die Tür und. Ja, ja. Nee, funktioniert nicht so. Männer werden auch bei den Polizeirufen häufiger mit dem Platzverweis bestraft. Aber auch da weiß man, auch natürlich auch wieder viel aus Erfahrungsberichten, aber dass, wenn man die Polizei ruft bei häuslicher Gewalt, dass man als Mann eher rausgeschmissen wird, egal ob die Frau dich angegriffen hat oder nicht, als Mann fliegst du dann aus der Wohnung. Ist zum Beispiel meinem Bruder passiert. Gut. Das habe ich auch schon mitbekommen. Die Polizei gerufen hat, obwohl, ne? Und dann wurde er rausgeschickt. Ja, weiß ich jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Ist ja einfach auch wieder so eine Geschichte einfach. Aber ja, das Frauenhaus-Thema haben wir ja auch schon. Aber dafür gibt es, glaube ich, auch, das ist auch statistisch belegt. Müsste zumindest. Ja, es wurde gerade noch aus dem Chat gefragt, ob du dir vorstellen kannst, dass sowas wie Gender Empathy Gap, ob das eine PR-Kampagne sein könnte, um vielleicht von sowas wie Gender Pay Gap oder so abzulenken, dass man dann wieder sagen kann, ja. Nein, sonst würde er nicht existieren. Und ich meine, guck doch an. Also ich selber merke, dass ich diesen Gender Empathy Gap habe. Schau irgendwo hin. Schau dir einen Stay an, der sich Feminist nennt und dann eine ganze Zeit über Titek lacht, sobald er diesen Gap anspricht. Der würde doch bei einem feministischen Thema, das hat sogar ihm, glaube ich, selber mal gesagt, niemals einfach so über was lachen, auch wenn das noch so absurd wäre. Ja, aber nee, bei uns ist aber so rum und bei euch ist es so rum und dann kriegst du die Leute dazu, dass sie sich untereinander kloppen um so Themen. Könnte vielleicht sein. Kann alles sein, klar, aber ich glaube, du warst ja erst, bevor du die Studie rausgefunden hast, auch schon überzeugt, dass es den gibt. Du hast ja irgendwie mit dir. Ich wusste schon vorher von der Studie. Ja, aber du hast ja gesagt, du wusstest, dass es das gibt und dann hast du nach Quellen gesucht. Naja, du hast vielleicht eine Quelle gesehen und dann dir weitere gesucht? Ja, aber ich wusste, dass es das gibt wegen der Studie. Beziehungsweise nicht ganz wegen der Studie, sondern ich habe ja mal ein Video auch über den Gender Pay Gap selbst gemacht. Das ist ja schon ewig alt. Ich glaube, das ist der 8. Teil der Feminismusreihe. Oder der 10. 8. oder 10. glaube ich. Dreht sich um den Gender Empathy Gap. Und da hatte ich ja auch schon dazu recherchiert. Daher wusste ich, dass es den gibt. Ja, aber dann passt das ja sogar zu dem, was da gerade im Chat vermutet wurde, dass das als als PR-Strategie vielleicht sogar inszeniert wird, um das irgendwie in Verbindung zu bringen. Dass man ist halt abstruses Geschwurbel, oder? Man sagt, ja, wir kriegen mehr Geld als ihr, aber mit uns ist man weniger empathisch oder irgendwie sowas. So, ja, weiß ich, also ich habe dazu keine Bezüge gesehen. Das Einzige, wo ich das jemals gesehen habe, dass der Gender Empathy Gap und der Gender Pay Gap in Verbindung gebracht wurde, ist, wo gesagt wurde, ja, die Medien, die berichten sehr viel über den Gender Pay Gap, aber über den Gender Empathy Gap wird kaum geredet. Das war hab dazu im Internet gesucht und keine Antwort gefunden. Ne? Wo geht der Mann dann hin? Wenn er einen Platzverweis bekommt, muss er irgendwo anders schlafen. In seinem Auto, bei Familie, bei Freunden, was auch immer. Du kannst einen Platzverweis, glaube ich, für 3 Tage bekommen. Das hat man ja auch zum Beispiel gehört bei Mois, der dann für wie lange aus der Wohnung geschmissen wurde, ohne dass es quasi einen Gerichtsprozess dafür gab. Und da sind die Polizisten halt auch aus gutem Grund, halt aus ihren Erfahrungswerten, deutlich häufiger auf der Seite der Frau dann. Weil die das halt auch so häufiger schon mitbekommen haben. Das Einzige, wo ich das beides jemals irgendwie in Kombination in einem Artikel oder in einem, ja doch, Artikel beschreibt es schon ganz gut, gesehen hätte. Gut,
Gibt es eigentlich noch Fragen aus dem Chat? Weil ich glaube, wir haben die meisten Sachen durch, die ich mir so... Also ich habe mir keine Notizen gemacht, aber ich habe mir vorher ein bisschen Gedanken gemacht, was ich dich gerne alles fragen würde. Von meiner Seite habe ich, glaube ich, alles durchgebracht. Du hast dir Notizen gemacht, ne? Weil ich hatte ja das, auch direkt auf dich gemacht. Die habe ich mir eben noch kurz vorm Stream schnell mal in meine Cloud hochgeladen. Okay. Jetzt muss ich die mal hier kurz aufmachen. Ah, es gibt nach wie vor die Frage, die kam jetzt schon häufiger. Was wäre für T-Tech eine geschlechtergerechte Gesellschaft? Wie will man das mit einem Wort zusammenfassen? Das ist schon eine sehr, sehr umfangreiche Frage. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die Frage ist schon sehr selbsterklärend eigentlich. Geschlechtergerecht ist, wenn jeder die gleichen Chancen hat, wenn jeder gleich behandelt wird. In jeder Situation. Um es einfach... Na gut, du musst halt die biologischen und physischen Umstände schon mit berücksichtigen. Versuchen, irgendwie einfach darzustellen oder auszudrücken. Mhm. Was wird gefragt, was du zur Bezeichnung Teilschuld T-Tech oder Teilschuld Thomas sagst? Kannst du nicht hören. Das ist halt, ich habe mich von diesem Teilschuld-Ding, habe ich mich schon vor Monaten distanziert, habe gesagt, ey, das war dumm, das mit dieser Teilschuld und sowas. Und dass das jetzt halt immer noch gesagt wird, weiß ich nicht. Und auch immer dieses, das da fand ich immer ganz interessant bei der Reaction auch von dir, wo du immer jemanden, ich weiß gar nicht, wer war das ja nochmal, der immer Sinan gesagt hat und hast du gesagt, dass das mit einem scharfen S ausgesprochen wird und dass der Sinan das ja schon öfter gesagt hat. Mhm. Und trotzdem hat man das Gefühl, man versucht immer wieder das mit Absicht falsch auszusprechen. Obwohl Herbert, singt der in seinem eigenen Intro nicht eigentlich, das ist Sinans Woche? Also du hast doch da kein so extrem scharfes S drin, oder? Du hast doch im Intro nicht, das ist Sinans Woche, oder? Diese Leute sich ja auch gegen Deadnaming und sowas stören, also sich dagegen einsetzen und sowas. Und das fand ich ganz interessant, weil ich mir so denke, denken die sich denn nicht auch bei mir dann so, ne, wir nennen den jetzt die ganze Zeit so und das ist für mich in Ordnung, aber wenn jemand dann irgendwie Deadnaming benutzt, das ist ganz, ganz schlimm. Das ist natürlich nochmal was anderes, ne? Aber ja, hat natürlich einen anderen Grund, aber an sich, definitiv. Ja, da dachte ich dann auch öfter, wenn man das nicht möchte. Und man, also ich finde eigentlich Resozialisierung ganz gut, deswegen rede ich ja auch mit dir, dass wenn ich irgendwelche Gerüchte über dich höre, dann höre ich dir immer selber zu, weil es mich auch einfach interessiert, was... Ja. Du bist auch der Erste, der, abgesehen von Hugo, der auf mich zugekommen ist mit einem Gespräch, also Stay, KuchenTV und Jay Riddle oder wer auch immer und TJ oder so. Wobei man TJ im damaligen Beef schon, ne? Aber sonst bist du jetzt in aktuellen Themen und Hugo, der die Einzige... Aber ich war noch schneller. Die auf mich zugekommen sind und nach einem Gespräch gefragt haben. Ja, ich kann sich ja jeder jetzt selber irgendwie ein Bild von machen. Ich fand es interessant, mal von dir zu hören. Ich halte auch jetzt nicht so viel davon, dass man irgendwie sagt, wir machen jetzt hier irgendwie eine Schlachtbank und du hast doch, sondern ich frage dich einfach und jeder kann selber sich was draus mitnehmen. Mhm. Es gab noch eine Frage, was der Unterschied von Gleichstellung und Gleichberechtigung ist. Das eine ist halt eine reine gesetzliche Ebene, das andere beinhaltet noch mehr. Boah. Leute, ihr fragt Fragen. Das eine ist rein die gesetzliche Ebene. Das ist eine gute Frage. Also Gleichberechtigung ist für mich erstmal, dass du die Rechte, die gleichen Rechte hast. Ne? Das ist eben, wenn ich sowas kritisiere wie Männer dürfen nicht Gleichstellungsbeauftragter werden oder es soll einen Schutz geben, ein Recht auf Schutz vor Gewalt für Frauen, aber nicht für Männer. Das ist, wo ich sage, da setze ich mich für Gleichberechtigung ein. Wenn ich mich für Gleichstellung einsetze, dann wäre das, dass ich mich zum Beispiel gegen Catcalling stelle oder gegen Alltagssexismus oder irgendwas. Das würde ich, wäre jetzt meine... Ja, das eine ist eher gesellschaftlich, das andere eher juristisch, genauso. Bauchdefinition dieser beiden Dinge. Also Gleichstellung eher Richtung gesellschaftlich, sozial und gleichberechtigt eher Richtung Gesetze und sowas. Ja, ist ja, ne? Rechte steckt ja im Namen bei Berechtigung. Ja. Ja, Berechtigung ist ja nicht immer direkt dann auch Zugang, dass du das Recht dazu hast, irgendwie CEO zu sein, heißt ja nicht, dass du es auch kriegst. Genau, da greift dann für mich die Gleichstellung. Hm. Gut, haben wir noch irgendwelche Chatfragen oder sowas? Ich gucke gerade mal hier durch. Hm? Ein paar habe ich jetzt nicht vorgelesen auch. Wird gefragt, wann du deine letzte Freundin hattest. Weiß nicht, ob du das beantworten willst. Nee, nicht unbedingt. Aber vielleicht kann ich damit aufräumen. Nein, ich bin nicht Jungfrau oder irgendwie sowas. Ja, also... nee, ist T-Deck definitiv nicht. Also ich weiß das. Ich kann das bezeugen als vertrauenswürdige Quelle. Ich habe T-Deck zwar nicht beobachtet, aber ich habe zweifelsfrei Beweise gesehen dafür, dass T-Deck schon mal neben einer Frau stand. Ich bin auch nicht per se unerfolgreich.
Hugo meint, er war dabei, genau das. Bei Frauen. Ich bin tatsächlich sehr picky, was Frauen angeht. Okay, So warst du doch zusammen im Hotel. Niemand sagte, dass wir allein zusammen im Hotel waren. Vielleicht waren wir auch nochmal jeweils mit einem Girl oder mit einem. Ah, was hältst du von? Kann alles sein. Ich will es ja nicht ausschließen. Andrew Tate. Doch, ich will es ausschließen. Ich will es lieber ausschließen, sonst gibt es jetzt hier Gerüchte. Weiß ich nicht. Ist nicht mein Ding, du. Kann aber ich jetzt nicht anfangen. Ist für mich. Den, ne? Also du ja. Ich habe auch mal ein Video über den gemacht, was natürlich auch wieder so ein bisschen clickbaity war, wo Trayman damals schon. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Trayman und ich heutzutage Beef haben. Weil er mich da damals als Andrew Tate Apologist bezeichnet hat, weil ich gesagt habe, dass die Chance gar nicht so gering ist, dass das alles nur eine Rolle ist von ihm. Das ist halt auch wirklich so, wie das, was man mir vorwirft, so ja, Ragebait und bla bla und der trollt nur und sowas. Dass es da eine Möglichkeit gibt, dass das auch der Fall sein könnte bei ihm, weil es. Ja, weil das verzeiht natürlich nicht alles, aber ja, kann Menge gut Clips sein. Gibt, wo ich auch ein paar zusammengetragen habe in meinem Video, wo man das Gefühl hat, der fällt auf einmal aus der Rolle. Weißt du, der sagt so, ja, Frauen, bla bla, und dann fängt er auf einmal so an zu lachen, so als ob er gerade merkt, was für eine Scheiße das ist, was er da labert. Ne? Ja, aber kann ja trotzdem reale Folgen haben. Also er spielt ja nicht definitiv nur eine Rolle, sondern genau, er denkt sich die Rolle ja auch aus. Also der genau, ist ja nicht nur der Schauspieler. Das habe ich auch in meinem Video gesagt, dass es auch am Ende egal ist, ob er, ne, weil wenn ich auch sage, es gibt ja auch viele Clips von ihm, wo er wirklich was Korrektes sagt und was Gutes sagt, aber ja, all das spielt am Ende keine Rolle, ob er. Wenn er am Ende Holocaust, ich weiß nicht, ich möchte nichts weiter sagen, ob er den Holocaust geleugnet hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er radikaler Islamist und das reicht schon. Selbst wenn jetzt nur 10% frauenverachtende Scheiße sagt und 90% irgendwas Geiles, ist das frauenverachtende Scheiße, was er da von sich gibt. Ne? Und ich habe ihn mir trotzdem kritisiert in meinem Video. Und dann hat Trayman mich als Andrew Tate Apologist bezeichnet und ich hatte ja dann damals ein Video, wo er noch Diskurs TV hieß. Da habe ich ein Video gegen ihn gemacht. Und ich glaube, seitdem mag er mich nicht. Okay. Die lieben sich einfach schon immer. Ja, das habe ich nicht gesehen. Ist ein ganz gutes Video. Okay, ich glaube, wir sind größtenteils durch, oder? Es gab noch eine Frage. Wie stellst du dir eine Feministin vor? Blaue Haare. Nicht unbedingt hübsch, so 6 von 10 abwärts. Schreiend, aggressiv. Ich meine progressiv einfach. Progressive, gleichberechtigungssuchende Frau. Ja, gut. Das würde jetzt wieder voraussetzen, dass es einen Feminismus gibt, ne? Ja. Sorry, ich find's echt nicht lustig. Faye, du bist keine Feministin, also zumindest nicht optisch. Okay. Es kommt aber eine radikale Feministin. Ist halt, würde ich mir jetzt so vorstellen, so eine intersektionale, radikale Feministin mit blauen Haaren. Es war so klar, dass das kommt. Okay. Ich war schneller. Das Typische, aber da gibt es ja auch alle Sorten von Frauen. Also. Aber das Wort Radikalfeminist, das ist eigentlich eher Gegensatz zu dem, also den Intersektionalen, die mögen sich nicht besonders. Ja, findest du? Glaubst du nicht, es gibt irgendwie auch so intersektionale Feministen, die ziemlich radikal sind? Ja, die kannst du radikal finden, aber die nennen sich, glaube ich, in der Regel nicht so. Gut. Also, dieser Name Radikalfeminist, beziehungsweise Red Femme, der bezieht sich ja auf eine gewisse Strömung, die sich mit den Intersektionalen gar nicht gut verstehen. Ja, das stimmt. Nee, aber dann gibt es ja da auch wieder die Turfs und so weiter, ne? Ja, Turfs und Red Femmes, die kommen ganz gut miteinander klar. Ja. Also, da ist ja das RF steht ja für Radikalfeminist. Ne? Ja. RF genau. Und Turf. Gut. Ja, Trans, ich meine, das ist so nicht exclusive, sondern exclusionary. Ja. So. Ich will immer exclusive sagen. Ich weiß nicht warum, aber das wäre jetzt genau das Gegenteil. Die Tierhofs. Gut. Wie viele Geschlechter gibt es, wird noch gefragt, aber ich weiß, das haben wir schon am Anfang, wurden wir danach schon gefragt. 30? Twitch Terms of Service, wollen wir ausmachen? Ich glaube, selbst zu sagen genug wäre problematisch. Es gibt alle. Ja. Genau, alle. Ich wollte jetzt, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, weiß man gar nicht, inwiefern das jetzt noch relevant ist. Weiß ich nicht, vielleicht haben wir ja manches davon schon durch, manches noch nicht. Aber ich finde es auch gerade gar nicht. Ich habe es eben noch in die Cloud hochgeladen, aber jetzt finde ich es hier nicht in der Cloud. Ich glaube, doch, hier müsste es wahrscheinlich drin sein. Ja, hier ist es drin. Ich überfliege das mal kurz. Genau, das haben wir zum Beispiel, den ersten Punkt haben wir eigentlich schon besprochen.
Den zweiten auch. Zweiten auch. Achso, die Frage, wie ich mir eine Feministin vorstelle. Nochmal, ich kann es bildlich darstellen. Hier, jetzt noch mit blauen Haaren. Dann habt ihr sie. Ja, das andere ist eigentlich auch irrelevant. Gut. Okay. Hat sich alles schon im Gespräch geklärt. Ja, cool. Jo. Ja, dann war es ein gutes Gespräch. Ich muss gleich los. Leute, bei YouTube. Like, Abo dalassen. Ihr wisst, wie das geht. Link zu Twitch ist hier oben. Folgt rein. Und wir sehen uns dann im nächsten Talk mit T-Tag.